Hallöchen, Freunde bei den Crazy Movie Cats. Ich bin's wieder, eure Crazy Movie Cat Tante. Und ich habe festgestellt, es ist ja schon ewig her, seitdem ich ein neues Video gemacht habe. Und jetzt mache ich mal zu Halloween ein Video. Und ich muss die Musik ein bisschen leiser machen. Und stell euch mal einfach Filme vor, die mir so auf spontan einfallen, die ich Halloween gucken könnte. Sind zwar schon total veraltet, jeder oder fast jeder aus dem Horrorfilmbereich kennt die Filme, mag sie vielleicht nicht, aber ich mag ja eher das Übersinnliche und ein bisschen mehr mit Spuk und Dämonen und Geister und so. Und dann habe ich eher solche Filme ausgesucht, aber ich habe auch andere Filme. Nee, eigentlich andere Filme nicht. Ein Film ist dabei, das geht eigentlich auch um Dämonen, aber ist so ein bisschen Gemetzel drin. Und ich bin in letzter Zeit nicht mehr so für Gemetzel. In letzter Zeit schon länger nicht mehr. Und meine Hörner aufgesetzt, wenigstens, damit ich ein bisschen nach Halloween aussehe. Obwohl, heute ist gerade Halloween und die Göhren fangen schon an, da draußen rum zu süßes oder sauren. Aber ein Glück wohne ich im zweiten Stock. Hier kommt sie gar nicht erst hin. So. Ja. Als erstes fange ich an mit einem ziemlich... Ich rede da gar nicht viel drüber über die Filme. Einfach nur so, die mir so spontan aus... Nicht aus spontan aus meiner Sammlung geklart habe und gerne schaue. Und... Ja. Hier zum Beispiel The Sixth Sense. Hat viel mit Vorstellungskraft zu tun und keine großartigen Special Effects und finde ich gut, denn die Vorstellung ist immer noch das Schlimmste. Also das, was im Kopf passiert. Oh mein Gott, was ist jetzt hinter der Tür? Ne? Oder, da wir jetzt schon mal Geister und Dämonen sind, ich habe mal hier ein paar ältere Filme rausgeklärt. Fange ich so an. Hier mit dem U-Boot. Below. In einem U-Boot spukt es. Und du kannst nicht weglaufen, weil, wenn du rausgehst, dann platzen deine Lungen. Oder so ungefähr, ne? Und der Film ist von 2003. Da war noch alles ein bisschen kompakter in den DVD-Hüllen und so. Und da gab es kein dämliches Wendecover und das kleine Balken nur. Wie immer. So. Dann finde ich immer noch so schön die Geschichte vom Boogeyman zu gucken. Der böse Mann im Wandschrank, ne? Oder im Schrank, oder in der Kleiderkammer, oder unterm Bett, oder keine Ahnung. Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Der Film ist von 2005. Den habe ich damals auch mal im Kino geguckt. Von den Produzenten von Der Fluch, The Grudge. Ja, The Grudge fand ich auch gut, aber habe ich jetzt nicht hier mitgenommen. Den nächsten Film, den ich habe aus der Zeit 2005, ist White Noise. Da ich ja ein Liebhaber von Ghost Adventures bin und ja, und diesen Tonbandstimmen und so ein mysteriöses Zeug, fand ich den Film ganz gut damals. Jetzt kann man den auch noch netterweise ansehen. Und genau. So. Ein Film aus dem Jahre. Ich habe keine Ahnung. Aus dem Jahre 2007. Puls. Ein Remake von den japanischen Puls. Pulse. Da sind irgendwie komischen Dämonen im Computer oder sowas. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau, aber auf jeden Fall fand ich den immer ganz gut. Jetzt kommen wir zu
einem meiner Lieblingsfilme, Silent Hill. Das verfilmte Computerspiel. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ich fand den so geil. Aber jetzt zum Halloween gucken, ja, ich habe den jetzt viel, viel zu oft gesehen. Also, kenne ich schon auswendig. Mit Sean Bean, den Boromir aus Herr der Ringe. Finde ich immer ganz nett zu sehen. Und ja, von Sam Raimi. Auch ein nettes Spektakel. Wo ich das erste Mal gesehen habe, habe ich auch gedacht, oh cool, endlich mal was anderes, ein bisschen anders. Drag Me to Hell. Finde ich auch ganz nett. Oh, guck mal, was ist das denn hier? Die ersten Folgen von bestimmten Serien und den Film von Eureka, Criminal Intent und Psych. Na toll. Und weiter im Text. Lange nicht gesehen, letztens erst wieder angesehen und für gut befunden. Für sehr gut befunden. Ist zwar jetzt nichts mit Geistern und Dämonen, aber war in The Loved Ones. Ich habe natürlich den Pappschuber drum gelassen. Warum nicht? Weil die Hülle sieht ja auch ganz anders aus, kleiner Klaus. Ne? Hier mit Specials. Und das ist doch ein gutes Schnapper. Dieser Film ist aus Australien. Und die können auch mal ganz gute Filme machen. Genauso wie ein Film, den ich immer gerne mal wieder gucke. Jennifer's Body. Body. Es ist so ein, ja. Megan Fox vom Dämon besessen oder so ähnlich. Keine Ahnung. Und die muss dann immer Männer verspeisen oder so. Keine Ahnung. Irgendwie finde ich den Film super zu gucken. Ein Remake. Evil Dead. Kann man auch ansehen. Zur Halloween würde ich sagen. Ich glaube, den gucke ich sowieso sogar noch. Nee. Kein Bock. Wenn ich mir die Bilder angucke, denke ich schon, oh, nee, die kennst du. Hast du schon zu oft angesehen. Aber ich hatte ja noch die Spio-JK-geprüfte Version bekommen, da der Film ja wieder nicht ungekürzt in Deutschland habe ich die jedenfalls noch bekommen, bevor der auf den hier geschnitten, hier, wie heißt das? Aua. Und noch was ganz Schönes aus dem Jahre 1989 oder so. Friedhof der Kuscheltiere von Stephen King. Finde ich nett. Kennt ihr die Musik? Habe ich gestern geguckt. Ja. Und ich habe mir früher immer gerne die Soundtracks geholt, wenn mir die Musik gefallen hat. Und von Event Horizon hat mir auch die Musik gefallen. Puh, damals. Huch, dann habe ich die Kerze ausgeblasen. Naja. Egal. So. Das war mein Halloween-Special. Tolles Special. Aber irgendwas musste ich irgendwie machen heute mal. Ja. Auf Wiedersehen, auch im Namen meiner Crazy Movie Cats und die Maus. Tri, tra, tralala, die Mausefalle ist wieder da. Oh, was? Mausefalle? Ach du Scheiße. Riesenkatze läuft durch die Küche. Da, 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 da. Da, 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 da.
Und wir haben uns Kaffee gekocht. Momentchen mal. Jo, jetzt will ich mal was Schwarzes, Heißes in mir haben. Zitat aus Event Horizon.